Jetzt darf ich Sie ganz offiziell und mit großer Freude hier begrüßen bei uns in der Böll-Stiftung tatsächlich real in Präsenz, endlich wieder zur grünen Erzählung, aber auch digital für diejenigen, die zugeschaltet sind. Wir werden heute auch digital streamen für alle, die Unwetter, Corona, aus welchen Gründen auch immer, lieber nicht den Weg in die Stiftung finden. Aber viele sind ja gekommen und das ist auch gut und wichtig, weil wir tatsächlich endlich wieder nach 2 Jahren Pause in Präsenz hier grundlegende Fragen diskutieren können. Die grüne Erzählung ist unser Format in der Stiftung für Grundsatzfragen, für Dinge, die auch mal ein bisschen sich zwar tagesaktuell Bezug nehmen, das werden wir heute sicherlich erleben, aber doch eher den grundsätzlichen Fragen widmen, die Frage auch ein bisschen adressieren, wie eigentlich die grüne Strömung, die grüne Partei, aber auch wir als grüne Stiftung auf die Gesellschaft schauen, wie wir auch eine Erzählung über die Gesellschaft entwickeln und wie wir auch selber uns ein bisschen reflexiv betrachten und nochmal kritisch ins Gebet nehmen und überlegen, sind wir bei allen Punkten auf der Höhe der Zeit oder brauchen wir auch mal ein bisschen eine neue Entwicklung. Und darum geht es auch heute tatsächlich so ein bisschen um die Frage nach dem Leitmotiv von grüner Politik, von der grünen Strömung in dem ganz zentralen Bereich. Denn eins ist klar, unabhängig vom konkreten Thema, und heute geht es, werden wir gleich adressieren, um Verantwortung. Generell, wir brauchen gute Erzählung in der Politik, weil nur gut erzählte Politik hat das Potenzial, auch verstanden zu werden, vermittelt zu werden. Politik kann sachlich noch so gut sein, wenn wir sie nicht erklärt kriegen, wenn wir keine Gesamtgeschichte erzählen können, warum gewisse Dinge passieren und warum auch vielleicht gewisse Dinge sich ändern, dann verliert Politik an Überzeugungskraft und dann ist jedwede gute Politik, von schlechter Hand zu schweigen, relativ hoffnungslos. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, ist auch eine gute Erzählung, ein gutes Leitnarrativ, warum wir Politik betreiben, warum wir gewisse Themen diskutieren, auch für die Politik selbst wichtig, damit wir uns nicht und jetzt unter den Bedingungen von Regierungspolitik vielleicht noch mal mehr im Klein-Klein des Tagesgeschäftes verlieren. Ein Zettelwerk, ein loses Flickenwerk von Kleinstentscheidungen wird irgendwann unübersichtlich und erklärt sich nicht mehr. Und deswegen brauchen wir eine Erzählung, deswegen brauchen wir eine grüne Erzählung, in dem Fall heute und morgen eine grüne Erzählung von Verantwortung. Darüber wollen wir sprechen und diskutieren. Wir werden gleich noch erfahren, in welcher Folge. Und ich glaube tatsächlich, Verantwortung ist ein Thema, was in diesen Tagen, Stichwort Krise, Stichwort Krieg, Stichwort große Fragen, Zeitenwende, ja oder nein, vielleicht tatsächlich extrem relevant ist. Umso mehr eine grüne Verantwortung für die Gesellschaft, für die Regierung, in der Regierung. Insofern haben wir diese Verantwortung, wir können sie ein bisschen sozusagen eher negativ, eher ein bisschen herausfordernd sehen, eben Stichworte Krieg, Klimawandel, Klimakrise, die Pandemie, die uns schon länger beschäftigt, die Inflation, die uns jetzt beschäftigen wird. All das sind Krisen und Herausforderungen, die nach Verantwortung rufen, die nach verantwortlicher Politik rufen. Wir haben aber auch Verantwortung im Guten, auch das sehen wir sehr deutlich, deswegen wir wollen auch positiv drauf schauen. Wir haben die Verantwortung zu gestalten, wir haben die Möglichkeit zu gestalten. Wir stehen in der Pflicht und wir diskutieren ja rege über die Frage von Teilhabe, von Vielfalt in der Gesellschaft, über den Zusammenhalt, über die Frage, wie wir auch jetzt, man merkt es ja schon, die Energiewende voranbringen können oder auch die Wirtschaft von morgen bauen können. Und wir sehen ganz objektiv in diesen Tagen, in den letzten Wochen, wer die letzten Sonntage verfolgt hat, weiß, wovon ich spreche, wir sehen einen grünen Aufbruch in den Wahlen, in der Gesellschaft, Zustimmung zu einer Politik der Verantwortung, die wir beobachten. Wir sehen es auf allen Ebenen, im Bund, in den Ländern, bis hin zu vielen Kommunen, die grün regiert werden, wo grüne Verantwortung Praxis wird, wo grüne Veränderung Platz nimmt. Also insofern sehen wir auch Zeichen dafür, dass es im Land vorangeht und dass es sich auch lohnt, Verantwortung für eine Veränderung zu übernehmen. Und genau deswegen wollen wir heute und morgen über die Verantwortung sprechen und fragen, was hat sich eigentlich geändert? Die Zeiten haben sich geändert, ganz offensichtlich, und auch die grüne Strömung hat sich verändert. Wir schauen auf eine gewachsene Partei, wir schauen auf eine gewachsene Wählerschaft, auf eine gewachsene Unterstützung in vielen Regionen, aber nicht in allen Regionen. Wir sehen eine veränderte Zusammensetzung, eine veränderte Debattenlage. Und insofern müssen wir doch auch fragen, ob nicht auch der Blick der grünen Strömung sich auf die Frage der Verantwortung geändert hat. Und genau das tun wir. Ich will das an 3 ganz kurzen Stichpunkten mal adressieren, weil das die Punkte sind, die heute noch kommen. Zum einen, für was gilt es eigentlich, aus einer grünen Sicht Verantwortung zu übernehmen? Ganz lange stand im Fokus einer grünen Erzählung von Verantwortung das Morgen. Wir kennen die guten alten Sprüche, wir haben die Erde nur geborgt, alle reden vom Wetter, viele im Raum kennen die Phasen, wo grüne Politik sich ganz stark über die Verantwortung für morgen, für die nächste Generation definiert hat. Während also die grüne Strömung häufig von Veränderung schwärmte, vom Morgen schwärmte, ging die Gegenwart und die Verantwortung
für das Gegenwärtige etwas in den Hintergrund. Das ist schon länger nicht mehr so. Nicht, dass ich hier missverstanden werde. Aber wenn wir an den letzten Wahlkampf etwa denken, können wir schon sehen, wie schwer es einem fällt, als Partei, als Strömung, dieses Narrativ so breit zu halten und nicht, wenn der Druck zunimmt, wieder zurückzukommen und die Sicherheit außen vor zu lassen und die Veränderungen zu adressieren und eher die Hoffnung auf das Morgen nach vorne zu stellen. Insofern Verantwortung für die Gegenwart als Ergänzung, als zentrales Gegenstück und Teilstück einer Verantwortungsnarration grüner Politik. Und wir sehen ja, es gelingt, wenn wir etwa an die aktuelle Regierungspolitik denken, glaube ich, sieht man das wirklich schön, gerade so exemplarisch, lehrbuchhaft womöglich bald, etwa Stichwort LNG-Debatte, die Debatte, die Kommunikation der Regierung zu sagen, einerseits, wir müssen die Gegenwart sichern, aber zugleich auch erklären, wie wir das verantwortlich machen, damit wir morgen die Energiewende hier auch umgesetzt kriegen. Das, finde ich, zeigt relativ exemplarisch genau die Verbindung. Und insofern, Stichwort Regierungsbeteiligung, heißt Verantwortung auch Kompromisse. Ich will das sehr deutlich machen, weil Kompromisse natürlich ein Kern von Verantwortung sind. Und Kompromisse gerade in der Regierungspolitik essentiell, aber leider, das ist kein Geheimnis, sind Kompromisse genau das, was so wehtut. Und was auch in der Politik, in Parteien, unabhängig von den Grünen, immer auch wirklich herausfordernd ist, das kennen wir alle von den Debatten. Und wir erleben es jetzt gerade auch, wenn wir über Verantwortung des Regierens reden, die Schwierigkeit, auch anderen gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren zu erklären, warum nicht alles sofort geht, auch wenn es vielleicht viele so gerne hätten. Auch hier Kompromisse als Teil einer Verantwortung, glaube ich, gilt es zu adressieren. Der zweite Bereich. Für wen übernimmt eigentlich oder wen meinen wir, wenn wir über grüne Verantwortung sprechen? Eine grüne Strömung, die wächst, eine Partei, die regiert, eine Stiftung, die möglichst viele befähigen will zur Teilhabe, muss sich, ich glaube, noch viel mehr als bisher geschehen, auch stärker öffnen. Wir müssen also Verantwortung breiter streuen. Wir müssen in gewisser Weise hier tatsächlich inklusiver werden für die Milieus, für die Gesellschaftsgruppen, die nicht nach dem grünen Idealbild leben, arbeiten, denken. Also hier für wen eine Verantwortungserzählung, die sehr breit aufgestellt ist. Dabei aber zugleich, und das ist die schon fast dritte Perspektive, eine Erzählung von Verantwortung bringt, die auf Augenhöhe für alle ist. Weil auch hier wir die Frage haben, wer übernimmt Verantwortung? Und wir gerade aus einer grünen klassischen Sicht sehr oft dazu neigen, da wir alles besser wissen und auch gute Konzepte haben, eine gewisse, eher, sage ich mal, paternalistische Idee zu haben, die nicht unbedingt offen ist für Gegenmodelle, für harte Diskurse, für andere Ansätze. Das ist gerade für die grüne Strömung vielleicht keine immer einfache Debatte. Vieles ist besser geworden, ich will das gar nicht so negativ sehen, aber es bleibt dabei, alle Parteien sind von ihren Konzepten überzeugt und Verantwortung fürs Ganze heißt vielleicht auch härter zu ertragen, dass auch andere mal Recht haben könnten oder zwar vielleicht nicht Recht haben, aber Mehrheiten haben. Also auch dieser Spagat ist Teil einer Verantwortungsdebatte, die wir führen müssen. Und damit verbunden, er sollte, und es ist, glaube ich, ganz klar für uns, nicht nur der Staat, der die Verantwortung trägt, sondern auch andere gesellschaftliche Akteure, jede einzelne Bürgerin und Bürgerin, auch dazu werden wir heute noch kommen nachher, trägt Verantwortung. Aber auch Akteurinnen, die uns vielleicht nicht so nahestehen oder wo wir erstmal skeptisch lange Zeit draufgeschaut haben, etwa die Wirtschaft, die sicherlich auch eine Verantwortung hat, etwa für die Veränderung in der Gesellschaft, der Ökonomie. Auch das ist Teil einer Erzählung, die vielleicht breiter werden muss, über die wir heute reden werden. Also insofern, das ist so ein bisschen das Portfolio, was uns heute und morgen beschäftigt. Heute eher hier klassisch mit Panels und Beteiligung aller. Morgen dann in einem kleineren Format. Dazu kommt es gleich Ole Meinefeld, der das noch kurz erläutert. Ich will kurz nochmal allen danken, weil natürlich hier dieser Aufbau, diese Tagung nicht möglich wäre, ohne die, die im Hintergrund gearbeitet haben und gleich auch noch zum Teil im Vordergrund stehen werden. Das ist allen voran das Tagungsbüro und die Veranstaltungstechnik. Das sind die externen Partnerinnen, die auch morgen vor allem den Tag gestalten werden. Und natürlich konzeptionell und organisatorisch Christine Weiß und Ole Meinefeld vom entsprechenden Referat für Zeitdiagnose und Diskursanalyse, die hier die Verantwortung für diese Tagung tragen. Und nun die Verantwortung, Ole, an dich, die ich jetzt übergebe zur Erklärung dessen, was nun folgt. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Böll-Stiftung. Ich freue mich wahnsinnig auf unsere 9. Ausgabe dieser Konferenzreihe mittlerweile.
grüne Erzählung von Verantwortung. Das ist ein dickes Brett, das wir uns vorgenommen haben. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr interessante Leute, die uns dazu eine Menge sagen können, sowohl heute als auch morgen. Sebastian hat es schon gesagt. Mein Name ist Ole Meinefeld. Ich bin Referent für Zeitdiagnose und Diskursanalyse im Haus und werde Sie heute und morgen ein bisschen durch das Programm führen. Und würde jetzt mal einen ganz kurzen Vorblick geben, was erwartet uns heute Abend. Wir starten gleich mit dem Auftaktgespräch. Das Ganze im Blick, politische Verantwortung im Ganzen. Wir freuen uns auf die Debatte mit Ricarda Lang, Sabine Fischer, Marc Schieritz und Jan-Philipp Albrecht. Dann haben wir einen ganz kurzen Umbau und gehen dann direkt weiter mit der Keynote von Ministerpräsident Kretschmann. Stichwort neuer Republikanismus. Wir sind sehr gespannt. Und direkt danach gibt es die Debatte mit Peter Unfried, Nora Bossong und Susanne Bayer, die diese Sachen aufgreifen wird. Und dann haben wir einen dritten und letzten Höhepunkt des Abends mit dem Kabarett. Maschek, falls Sie es noch nicht gesehen haben, müssen Sie unbedingt mindestens bis 21.30 Uhr heute bleiben. Es ist wirklich ganz großartig, aber dazu später mehr. Ich darf noch kurz einen Blick auf morgen werfen, auf den zweiten Konferenztag. Sebastian hat es schon angedeutet. Wir sind etwas dezentraler morgen unterwegs, weniger auf der Bühne und nochmal sehr viel mehr im Austausch miteinander, Stände, Kooperationspartnerinnen, Workshops. Freuen wir uns sehr, wenn Sie morgen ab 9.15 Uhr zu Kaffee und Croissants auch dabei sein können und da mit uns den Tag über diskutieren. Und jetzt habe ich die große Freude, gleich an Jan-Philipp Albrecht zu übergeben. Jan bedarf eigentlich in der Böll-Stiftung gar keiner Vorstellung. Vielleicht trotzdem zwei Worte. Er kennt, wie Sie alle wissen, politische Verantwortung aus dem Europäischen Parlament. Aber genauso als Minister für Draußen und Digitales in den letzten 4 Jahren bis dato Regierungsverantwortung natürlich eines der zentralen Themen für eine grüne Erzählung von Verantwortung. Und das wissen Sie vielleicht auch schon, ab 1. Juni ist er in Verantwortung als Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Und Jan, besonderer Moment, jetzt darf ich an dich übergeben die Bühne und dich und deine Gäste hier nach oben bitten. Vielen Dank.